Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Alois Irlmeier. Bestimmt haben viele Menschen den Namen schon gehört, im Zusammenhang als Seher, der in die Zukunft geschaut hat und schon einige Sachen, die er gesagt hat, tatsächlich Realität wurde. Ich möchte das heute mit jemandem anschauen, der auch über ihn eine Biografie geschrieben hat, der sich da auskennt, aber nicht nur mit Irlmeier auskennt. Er hat eine große Datenbank erstellt von vielen Sehern und hat auch da gesehen, dass es im Punkt immer wieder Überschneidungen gibt, wo ganz, ganz viele Seher immer das Gleiche sagen. Er ist heute da, der Stefan Berndt, und ich begrüße ihn ganz herzlich, lieber Stefan. Hallo. Willkommen. Du hast dein Buch schon in die Hände genommen, gell? Wann hast du das geschrieben eigentlich? Geschrieben 2008, veröffentlicht 2009. Okay, das ist schon eine Weile her, ja. Das ist eine Weile her, ja. Erzähl mal, das war ein Österreicher oder ein Deutscher? Nein, Bayer. Oh, Entschuldigung. Okay. Geboren 1894 in Oberscharren. Das ist ein kleiner Ort, mehr am Alpenvorrand, so etwa halbe Strecke München-Salzburg. Und aufgewachsen in einer Bauersfamilie. Und dann hat er irgendwann den Hof übernommen von seinem Vater. Dann ist irgendwie durch einen Unfall der Hof abgebrannt. Und dann kam noch die Wirtschaftskrise dazu. Das heißt also, er hat durch einen Schicksalsschlag ist er praktisch verarmt. Und hatte dann, war schon verheiratet, zwei Kinder, dann noch die Eltern, hatte also einiges an der Backe und hatte dann ist eine ziemliche Krise geraten. Und hat dann so 1927 rum hat er dann, oder in dieser Zeit, als er in dieser Krise war, hat er dann angefangen, seine seherischen Fähigkeiten zu entdecken. Dazu muss man sagen, dass er auch sehr wasserfühlig war. Das heißt also, er konnte, er hat mit der Wünschelrute Wasseradern gesucht und war so sensibel, dass er also auch mit den Händen das Wasser finden konnte. Da, es gibt also Fotos, wo er so rumrennt und irgendwie nach Wasseradern sucht. Und das war sein Glück, weil er war dann zwar kein, also der Hof war weg, die landwirtschaftliche Existenz war praktisch vernichtet, aber er konnte dann halt so mit Ach und Krach mit seinen Sensibilitäten, also mit seiner Wassersucherei, die ganze Bagage, die er an der Backe hatte, irgendwie durchbringen. Und dann hat er praktisch sein ganzes Leben als Brunnenbauer gearbeitet, also hat das Wasser gesucht und gefunden. Also auch teilweise so Wasseradern in 80 Metern Tiefe, hat dann auch die Brunnen in diese Tiefe gebaut. Also schon enorme Sachen. Und ja, ist dann halt so zwischen Salzburg und München grob immer rumgefahren und hat dann da die Aufträge angenommen, Brunnen gebaut und so weiter. Und dann hatte er schon mal so einen Zugang zu den Leuten, weil Wassersuche, das ist so eine, also Wünschelroutengängerei, das ist so eine Übersinnlichkeit oder so eine übersinnliche Fähigkeit, wo die ganz viele Leute, also auch skeptische Leute, offen sind, weil die sich sagen, ja, mir egal, wenn er das Wasser findet, ist ja super. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, also aber er kann es. Das heißt, also er ist rumgekommen, er hat Kontakt gehabt zu den Leuten, die Leute haben ihm was zugetraut und dann hat er auch so hin und wieder so durchblicken lassen, was er sehen konnte. Dann kam der Weltkrieg, also ne, Nazi-Zeit und so weiter, da hat er sich bedeckt gehalten. Und also, weil er irgendwo gesehen hat, wie das ausgeht. Und dann war das so, Krieg war vorbei. Und unmittelbar nach dem Krieg war es so, dass ganz viele deutsche Soldaten vermisst waren. Also da hat diese Rotes Kreuz und so die ganze Dokumentation und so, das hat noch nicht geklappt. Das heißt also, irgendwo waren die deutschen Soldaten in der Kriegsgefangenschaft. Und wurden nicht nach Hause gemeldet und so. Das heißt also, zig, hunderttausend deutsche Söhne, Väter waren weg, nicht da. Und es war unklar, sind die tot, sind die irgendwo im Gefangenenlager und so. Das heißt also, es war unmittelbar nach dem Krieg, war ein hoher Druck da, wo Leute die nächsten Angehörige vermisst haben. Die Männer, Väter, Söhne und so weiter.
Das heißt, die Leute, also egal, was für eine Weltanschauung sie hatten, egal, wie sehr sie an Übersinnlichkeit geglaubt haben, die hatten einfach echten Leidensdruck. Und dann hat sich halt rumgesprochen, dass Oehlmeier sehen konnte, der lebt noch, der ist tot, der sitzt irgendwo in Russland im Gefangenenlager oder konnte also auch die Umgebung beschreiben. Und das hat dann auch oft gestimmt, dann hat sich das rumgesprochen. Und dann war das so, dass teilweise die Leute vor seinem hatte so ein Baugrundstück, also für sein Brunnenbaugeschäft, dass die Leute da vor dem Grundstück Schlange gestanden haben, so an die 100 Leute, und zwar ziemlich lange. Also wenn man das so zusammenkloppt aus der Literatur, dann kann das sein, dass also, oder was heißt, kann das sein, dass man etwa so mal irgendwas zwischen 20 und 30.000 Leuten haben über einen Zeitraum von 46 bis Mitte 50 da Schlange gestanden, teilweise mit Unterbrechung. Dann war das so, das war 46 war das, also ne, das Land hatte gerade so den Krieg überlebt, große Not, große Verzweiflung, große Unklarheit. Ja, die Leute stehen bei Oehlmeier. Und dann hat das der Pfarrer mit, der örtliche Pfarrer in Freilassing, also gegen ist so eine Stadt gegenüber von Salzburg. Der örtliche Pfarrer hat das mitbekommen und hat dann den Oehlmeier auf Deutsch gesagt bei der Polizei angeschissen. Dann wurde er angeklagt wegen betrügerischer Hellseherei. Interessanterweise gibt es die ganzen Akten noch. Es gibt noch das Schreiben, wo der örtliche Pfarrer den Oehlmeier anscheißt bei der Polizei. Das gibt es noch im Stadtarchiv München oder Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall, die Dokumente gibt es noch. Und ich habe, also in meinem Buch sind also die ganzen wichtigen Dokumente also auch abgebildet. Lange Rede, kurzer Sinn, der Oehlmeier ist dem Pfarrer, ich sag so, auf den Sack gegangen, er wollte, dass er die Klappe hält, fahre ich den an. Ungefähr ein Jahr später gibt es den Prozess. Prozess fängt an, der Oehlmeier sagt so, rümpft die Nase und sagt, Sie wollen Hellseher sein, dann sagen Sie mir mal was voraus, da. Machen Sie mal den Hellseher. Ne? Und dann soll Oehlmeier, ist das die Geschichte mit der Frau? Ja, ja, und die ist gut. Und dann sagt Oehlmeier, ja okay, jetzt, wo wir hier gerade im Gericht sind, sitzt eine Frau zu Hause mit einem roten Kleid und hat Männerbesuch. So, also das ist das, was sie dann veröffentlicht haben oder was dann die Zeitung gebracht haben. Also Richter im Zugzwang schickt dann irgendwie einen Gerichtsdiener los, der düst zu dem Haus des Richters, also Kleinstadt, alles so quasi um die Ecke, kommt dann wieder und sagt, ja, stimmt. Und dann ist es so, dass der die Urteilsbegründung gibt's auch noch. Also ich glaube, beglaubigte Abschrift. Original oder ist ja egal. Also beglaubigte Abschrift, sagen wir mal. Also auch, ne? Stadtarchiv München. Ich habe die Sachen länger nicht. Also auf jeden Fall, das Dokument existiert noch. So. Und in der Urteilsbegründung schreibt der Richter rein, dass er total verblüfft ist von den Fähigkeiten Oehlmeiers und dass er nicht als betrügerischer Hellseher bezeichnet werden kann. Und das ist also im Grunde so höchstamtliches Gütesiegel für so einen Hellseher. Ja gut, das haben natürlich die Zeitung abgedruckt. Das war dann die Riesenshow. Das heißt, der Plan des Pfarrers ist komplett nach hinten losgegangen. Es war nicht so, dass Oehlmeier der Mund verboten wurde, sondern Oehlmeier wurde praktisch berühmt. Den Zeitungen war das egal. Das war eine gute Story. Das haben die alle abgedruckt. Und dann war das also auch so zeitweise so. Dann sind aus München Züge gekommen mit Leuten, die zum Oehlmeier wollten. Riesengeschichte. Das Interessante ist, die Presse hat schon damals hat sie versucht, das runterzuhalten. Ich hab mal geguckt, so Fotos von Schlangen vor Oehlmeiers Haus, also so massenpsychologisch. Ne? Wenn du irgendwem sagst, ey, da ist ein Hellseher, der ist gut, da gehen sie alle hin, dann sagen die Leute, ja, ja. Aber wenn du ihnen dann 3-4 Fotos zeigst mit einer Schlange von 120 Leuten, sagen die, oh, boah, muss ich auch hin. Mhm. Das heißt also, man sieht schon damals in der Presse, diese Bilder sind nicht abgedruckt worden. Wohlwissentlich, wenn wir das abdrucken, dann gehen sie alle hin. So, ich habe so 1-2 Fotos gefunden, wo man den Anfang der Schlange sieht. Ne? Aber die Sache war die, der Pfarrer scheißt den Oehlmeier an, dann haben sie die Polizei auf den Oehlmeier angesetzt und die Presse, dann hat die Polizei Protokolle abgefasst. Der Dorfbulle, sag's mal so, ne? Der Dorfbulle hat dann Protokolle abgefasst. Heute war Oehlmeier und irgendwie so Oehlmeier in der Kneipe belauscht. Und dann beschreibt der Dorfbulle, der im Grunde mithelfen soll, den Oehlmeier anzuscheißen, beschreibt eine Situation, wo
sich an irgendeiner kleinen Geschichte wieder beweist, dass Irrmaier recht hatte. Ne? Also auch, die ganzen Akten sind noch da. Ne? Dann gab es noch einen anderen Prozess, da gab es irgendwie so einen Giftmord, auch so in Traunstein, so in der weiteren Umgebung. Und dann war eine Frau irgendwie, hat versucht, dass da lief irgendwie ein Betrug und also Irrmaier war in den Giftmord verwickelt, hat dann also zur Wahrheitsfindung beigetragen. Da gibt es dann auch noch so eine Akte. Also ein fantastischer Fall von der Dokumentation. Fantastischer Fall. Dann war es aber noch so, dass irgendwie 1946, 47 Prinz Konstantin von Bayern beim Irrmaier war. Und zwar nicht Gerüchte halber, sondern Prinz Konstantin von Bayern hat dann irgendwann, der hatte irgendwann einen Flugzeugabsturz, was ist nicht, irgendwie so in den 60er Jahren, und hatte ein Buch veröffentlicht davor mit ein paar Geschichten. Und dann haben sie nach dem Tod, haben sie, wenn ich das richtig erinnere, eine Neuauflage gemacht mit dem Buch, dann irgendwie noch 30 Seiten dazu. Und da taucht dann ein Bericht von Prinz Konstantin von Bayern auf, wie er beim Irrmaier war. Na? Oder ich habe dann recherchiert, also man muss dazu sagen, also das war ein berühmter Mann, sehr ein berühmter, und jetzt geht es ja eigentlich weiter. Was hat sich denn eigentlich in seinen Prophezeiungen für die Zukunft, was hat er alles gesehen? Ja, kleines Beispiel, folgendes. Also, in den 90er Jahren ist eine Aussage aufgetaucht von einer Caritas-Schwester, die bei Irrmaier in der Nachbarschaft gewohnt hat, so als Teenager oder irgendwie so 18, 19 Jahre irgendwie Führerschein gemacht hat, bla 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 bla. Der Irrmaier hatte mit der Kontakt und der hat sie, Irrmaier hat der so ein paar Sachen vorausgesagt, das wurde 1992 veröffentlicht. Ne? Und da heißt, also Irrmaier sagt diesem Mädchen, also ja, sagen wir mal, das hat er ihr, sagen wir mal 1955, so, das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo das Mädchen diese Aussage von Irrmaier hat. Also, zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie, dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor, darauf eine nie dagewesene Sittenverderbnis, alsdann kommt eine große Zahl Fremder ins Land, es herrscht eine hohe Inflation, das Geld verliert mehr und mehr an Wert, bald darauf folgt die Revolution. Und dann geht es weiter, das habe ich jetzt hier nicht, und dann greifen, genau, bald darauf folgt die Revolution, dann überfallen die Russen über Nacht den Westen. So, jetzt kann man natürlich sagen, also es ist dann auch wichtig, sich das im Detail anzugucken, um das wirklich zu begreifen. Gut, zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie, gut, das sind dann die 50er, 60er Jahre, dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor, okay. Wobei, muss man dazu sagen, das war auch schon in der Nazi-Zeit so. Mhm. Ne? Und wenn man dann guckt, so, also ein Kontrollparameter sind dann halt die Kirchenaustritte, also Austritte aus der katholischen Kirche. Glaubensabfall, das hat so mit den 60ern begonnen. Also, ach, sag mal so, Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber das kann man assoziieren oder verknüpfen mit der 68er Generation. Ne? Also da nahm das dann deutlich zu. Dann darauf eine nie dagewesene Sittenverderbnis. Okay, Sittenverderbnis, also ein Erzkatholischer sieht die Sittenverderbnis von mir aus auch schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts so. Meine Interpretation ist, da ist eine Sittenverderbnis, also so ist meine Deutung, es ist eine Sittenverderbnis gemeint, die man im öffentlichen Raum sieht. Mhm. Na? Und das ist halt Klamotten, also auch wieder 70er Jahre, Miniröcke oder so. Und dann, sag mal, Sexshops, Swingerclubs, aus Irrmaiers Perspektive auch sicherlich Love Parade, mhm, und Christopher Street Days, also aus so kleinbürgerlich-katholischer Perspektive. Also nach meiner Meinung, die schlüssigste Deutung ist halt in der Öffentlichkeit. Mhm. Ne, was geht, wen interessiert, was irgendwer mit seiner Frau zu Hause ist, ja egal. So. Also wir sind dann, Wohlstand, sagen wir 60er, 70er Jahre, Glaubensabfall 70er, 80er, Sittenverderbnis. Das ist auch so, ich glaube, die erste Love Parade war, wann war die? Ich glaube, Anfang 90er Jahre. Also da geht das so ein Stück jetzt, auch Christopher Street Day, das ist in dieser Zeit gekommen. Ne? Dann geht's weiter, als dann kommt eine große Zahl Fremder ins Land. So, dann kann man natürlich sagen, also so argumentieren manche Kritiker, ja, Irrmaier ist 59 gestorben, das sind die Italiener und keine Ahnung, Griechen, also was als erstes kam als Gastarbeiter, die in den 50er Jahren gekommen sind, wo Irrmaier das schon alles
das hat er selber gesehen. Nee, Bullshit. Fremde kommen nach dem Sittenverfall. Ja, das heißt, das ist gut, das kann man sagen, okay, sind es die Ostdeutschen, also nach dem Fall der Mauer, oder sind es die die Flüchtlinge, Asylanten, Syrer und so weiter, die 2015, 2016 gekommen sind. Ne? Und dann geht es weiter, es herrscht eine hohe Inflation. Das gab es in dem Sinne, in den 70er Jahren gab es schon mal eine höhere Inflation, aber da waren die Zinsen auch höher. Das heißt, okay, ich sag mal so, wer ein bisschen was verdient hat, okay, der hat halt so mehr an der Ladentheke gezahlt, aber dafür hat er das hintenrum wieder über die Stadtsparkasse wieder reingeschoben worden. Es gab zwar Inflation, aber es war nicht so dramatisch. Jetzt haben wir jetzt haben wir hier inzwischen sind wir an den 10%. Jetzt! An den 10%. Und was kriegst du da Zinsen? Auf gar nichts. Ne? So. Das ist ganz interessant. Also es herrscht eine hohe Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Ne? Also das klingt zwar ähnlich, aber so, diese Kombination, das Geld verliert mehr und mehr an Wert, oder nee, es herrscht eine hohe Inflation, das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Das sind noch zwei Nuancen. Ne? Du kannst hohe Inflation haben, aber es macht dich nicht fertig, weil du kriegst auf dem Konto Zinsen. Das hält sich die Waage, aber das ist nicht, und das ist die Situation, die wir haben. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Ne? Und ich sag mal so, es kann ja sein, dass du mehr Geld hast, real, plus Inflation. Ja, aber du hast immer noch die gleiche Kaufkraft. Mhm. Ne? Und das ist im Grunde, der zweite Satz, das Geld verliert mehr und mehr an Wert, das bezieht sich auf die Kaufkraft letztendlich. Ne? Bald darauf folgt die Revolution. Gut, das wäre jetzt die Zukunft. Aber so was ich wahrnehme in meinem Bekanntenkreis, also ich spüre das selber in meinem Bekanntenkreis, im Internet, YouTube. Alle fassen sich an den Kopf, so nach dem Motto, das geht doch nicht, es kann doch sein. Da fällt so langsam der Groschen, das, was hier in der Politik läuft, auf die Zerstörung unserer Industriebasis hinausläuft. Das heißt also, der Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr versteht, was die Regierung da macht, das wird immer mehr. Und das ist ein psychologisch ganz wichtiges Element, für Gewaltausübung, wenn ich nicht mehr verstehe, wie sich jemand verhält. Wenn die Verbindung reißt, wenn ich jemand nicht mehr verstehen will, nicht mehr verstehen kann, ist nur ein ganz kleiner Schritt zu, ich will ihn auch nicht mehr verstehen. Und dann, dass der nächste Schritt ist dann, also entweder passiert ein Wunder oder es endet in Gewalt. So. Und dieses Gewaltmoment, das taucht auch noch in anderen Prophezeiungen auf. Wobei man bald darauf folgt, die Revolution, gut, dann ist halt noch die Frage, ist es in ganz Deutschland, ist es nur im Norden oder ist es 3 Wochen später auch in Bayern so? Das sind dann irgendwelche Nuancen. Auf jeden Fall, das ist eine Quelle, 92 abgedruckt, absolut hieb- und stichfest. Es gibt noch mehr Beispiele, ich kann auch ein anderes oder ein... Ich möchte vielleicht noch in die Glaubwürdigkeit gehen vom Ilmer. Ich meine, klar, der Richter hast du mir erzählt, und sind denn diese vielen Deutschen, die man gesehen hat, dass sie da wirklich in Gefangenschaft sind, tatsächlich zurückgekommen? Ja. Also es gibt das fast alles gestummen, oder was waren noch so Kernaussagen von ihm? Er muss ja irgendwie einen Ruf aufgebaut haben, dass selbst ich ihn kenne vom Namen her. Ja, das wäre mal interessant zu recherchieren. Also dass Ilmer ja heutzutage so bekannt ist, dürfte zum auf jeden Fall zum Teil an meiner Arbeit liegen. Aber gut, das ist ein anderer Aspekt. Nein, ich denke mal, Ilmer hat auch gar nichts hingearbeitet. Der hat einfach, die Leute waren in Not, er hatte die Fähigkeit, die Leute sind zu ihm hingekommen, er konnte denen helfen oder gut, manchmal, wenn er gesehen hat, der ist schon tot und was weiß ich, dann hat er auch so ein bisschen drumherum geredet. Aber es hat also damals schon Leute gegeben, also noch zur Lebzeit Ilmeyers, die sich dann umgehört haben, ja, hatte dann recht gehabt, hatte also Trefferquote, sagen wir mal 90%. Und dann war es dann teilweise auch so, dass er überlastet war, ne? Und dass er dann irgendwo verlässlichere Aussagen getätigt hat. Ne? Aber Trefferquote, die Aussagen, die es da gibt, also von unterschiedlichen Leuten, ist so um die 90%. Also jetzt in Bezug auf die privaten Sachen. Ne? Bei den anderen Sachen muss man sehen, also die Unruhen, der Krieg, die Wirtschaft, das Wirtschaftschaos, so, das hat er ja über Jahre immer wieder gesehen. Da war dieser Aspekt, da hat er sich jetzt verguckt,
das war gar nicht relevant, ne? Sondern da kann man davon aussehen, dass er das klar gesehen hat. Ich will nochmal zwei Sachen zu diesem Thema bringen, dass er Sachen vorausgesehen hat, die auch jetzt erst Wirklichkeit geworden sind, die aber damals schon dokumentiert worden sind. Zum Beispiel im Zusammenhang mit diesen, also ne, die Russen greifen an, dann kommen plötzlich aus dem arabischen Raum ganz viele Flugzeuge die dann halt nördlich von Prag da irgendwie so ein Giftstaub da irgendwie abwerfen. Da heißt es in einer Quelle, das ist ein bisschen schlecht überliefert von den Protokollanten. Also es wird beschrieben, es kommen diese Flugzeugen, die werfen Bomben ab, da sitzt keiner drin. Also rein, so wie das protokolliert ist, klingt es so, also das hängt dann auch von der Satzzeichensetzung ab, klingt es so oder es liest sich so, als säße niemand in der Bombe, was natürlich Schwachsinn ist, sonst sitzt keiner im Flugzeug. Dann habe ich noch einen Illmayer-Freund interviewt, 2014, 13, ist auch egal, der mir also glaubhaft versichert hat, mit Illmayer befreundet gewesen zu sein. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon gestorben. Der ist dann aber auch noch von anderen Leuten interviewt worden, also auch Bayerischer Rundfunk sogar. Und dem hat Illmayer das auch beschrieben, diese Situation da nördlich von Prag. Und da soll Illmayer gesagt haben, Flieger, keine Flugzeuge. Das heißt also, natürlich hat er nicht Drohne gesagt, ne? Aber er hat klar auch da differenziert, das sind keine normalen Flieger. Und dann ist es auch so, dass Illmayer teilweise die sollen auch direkt über das Berchtesgadener Land rüber gehen. Also irgendwie aus vom Mittelmeer da über das Berchtesgadener Land rüber. Und er hat dadurch, dass er sich, oder er hat öfters gesagt, wie viele das sind, beziehungsweise Formulierungen benutzt, die darauf rückschließen lassen, wie viele Flieger das denn sind. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind auf jeden Fall zu viele, als dass da Piloten drin sitzen würden. Ne, weil das müssten mehrere Tausend sein. Also nach meiner Umrechnung. Also auch da findet man einen klaren Hinweis. Vor allem, das wäre, also sagen wir 3000 Piloten. Viel mehr haben die Amis gar nicht. Die brauchen sie woanders. Die brauchen sie beim Bodenkampf. Keine Ahnung, ihre Flugzeuger, die können da nicht irgendwie 2000 Piloten da oder 3000 Piloten da irgendwo in der Sahara parken und warten, dass die Russen da mal angreifen und dann mit ihren Dingern darüber fliegen. Kompletter Schwachsinn. Drohnen, das ist das eine Ding. Und das andere Ding, das ist noch bizarrer. Und zwar sagt er, dass im Rahmen dieses Krieges die Russen mit einem Flieger eine Atombombe in die Nordsee schmeißen, die dann irgendwo in der Nähe von Schottland hochgeht und eine Flutwelle erzeugt, die London überschwemmt. Kurze Erklärung zu diesem, normalerweise könnte man sagen, ja, wenn es um London geht, dann haut das doch an die Themse oder so. Ne? Nein, es geht darum, dass wenn man mit einer Atombombe eine Flutwelle erzeugt, dann macht man das am besten da, wo das Wasser tief ist. Weil wenn das Wasser erstmal aktiviert ist, das kennt man von Tsunamis, die laufen über den ganzen Pazifik rüber. Wenn das Ding erstmal losmarschiert, dann marschiert das. Ne? Das heißt also, dass das Ideale jetzt kampftechnisch ist, eine fette Atombombe in den Nordatlantik zu schmeißen, wo der auf, keine Ahnung, 3000 Meter Tiefe geht und dann so eine Flutwelle erzeugen, die dann ewig reinläuft. So, dann ist die, also das Szenario wird dann thematisiert, auch schon in der Zeit, also Illmayers Lebenszeit. Oder wird dann von Zeugen wiedergegeben oder wird halt abgedruckt. Und es gibt eine Quelle, das ist ein relativ guter Autor, da ist die Überlieferung, also ein gewissenhafter Autor, Markus Varena, da ist nicht ganz klar, woher hat er das. Auf jeden Fall, da ist die Rede davon, dass die Flutwelle bis Berlin reicht. Bis Berlin. Sagen wir mal 300 Kilometer. So, Deutsche Bucht, Berlin. Sagen wir mal 300 Kilometer, so. Damals, also zur Illmayers Zeit, gab es solche Bomben nicht. Die Amis haben Folgendes gemacht, das war auch bekannt. Die haben ein Jahr nach weniger als 12 Monate nach Hiroshima und Nagasaki, haben sie im Südpazifik angefangen rumzutesten mit Atombomben, so wo sie Flutwellen erzeugen. Aber diese Dinger haben sie so in, keine Ahnung, 30, 40 Meter hochgehen lassen. Und die Bomben waren nicht viel größer als Hiroshima und Nagasaki. Das waren irgendwie 20 Kilotonnen. Heute, also die, wenn man das richtig macht mit einer Wasserstoffbombe, mit einer mehr tausendfachen Sprengkraft von Hiroshima. Lange Rede, kurzer Sinn.
Also die Amis haben, die Amis müssen kurz nach Hiroshima, Nagasaki gecheckt haben, beziehungsweise die amerikanischen Militärs, ja ey, das schmeißen wir ins Wasser. Das ist doch super. Völlig, da kommt ein 10-jähriger Junge drauf. Atombombe ins Wasser schmeißen, mal gucken, was passiert. Das haben sie gemacht in Atollen. Ein Atoll ist ja praktisch so eine Badewanne irgendwo im Pazifik. Da kannst du in deiner Badewanne kannst du rumexperimentieren mit Flutwellen. Das geht nicht nach draußen. Das heißt, du kannst in einem Atoll, kannst du in Miniaturformat Atombomben getriggerte Flutwellen testen. Das hast du unter Kontrolle. Aber richtig fette Atombomben kannst du nicht testen. Das kannst du nur im Computer machen. So, also Illmayer, lange Rede, kurzer Sinn. Illmayer 4950 sieht so eine Sache, Flutwelle 300 Kilometer eindringt, Tiefe. So, jetzt haben die Russen vor, weiß ich jetzt auch nicht, 8, 9 Jahren, irgend sowas, haben sie so angeblich durch Zufall oder durch Schlampigkeit Informationen, das russische Staatsfernsehen, Informationen geleakt, dass die Russen jetzt so ein Tsunami-Torpedo haben, so einen atomaren Tsunami-Torpedo. Das haben die deutschen Medien, ne, wieder der Klassiker, das haben wir dauernd bei dem Thema. Die deutschen Medien haben das komplett also der Fokus hat einen kleinen Artikel gebracht, aber sonst haben sie es komplett ausgeblendet. Die BBC hat es aufgegriffen. Die BBC hat es aufgegriffen und die BBC hat sich irgend so einen Typen geschnappt, der von russischen Atomwaffen Ahnung hat, wie auch immer. Okay, also Illmayer 4950, Atombombe in der Nordsee, Eindringtiefe 300 Kilometer. Also 300 Kilometer über Land. Über Land. So, dieser russische Waffenspezialist, das müsste heute noch im Netz sein, sagt der BBC, wenn die eine richtig fette Bombe nehmen, kriegen die eine Eindringtiefe von 1200 Kilometern. Das heißt, im Prinzip verfügt Russland, sagen wir mal, seit 60 Jahren verfügt Russland, muss man nur eine Wasserstoffbombe, das ist eine reine Sprengkraftfrage, muss man nur eine Wasserstoffbombe nehmen, ins tiefe Wasser und dann boom. So, das heißt, die Russen verfügen seit 60 Jahren über eine Technologie, wo man Flutwellen erzeugen kann, die hunderte von Kilometern ins Landesinnere reinlaufen. So, das hat Illmayer vorausgesagt. Und ich sage mal so, um das Ding abzurunden, die Technologie, das ist so simpel. Atombombe ins Wasser, wusch. So, was ist mit den Holländern los? Das sind die Ersten, die sind komplett weg. Und das Interessante ist, wenn man sich die europäischen Prophezeiungen anguckt, über Holland findet man so gut wie gar nichts. Wenn das richtig finster wird, dann halten die sehr die Klappe. Ja? Mhm. London soll absaufen. Gut, das ist natürlich dann, ja, ist die Frage irgendwie, England, Südwesten säuft alles zwischen 0 und 50 Meter oder 0 und 70 Meter ab. So genau kann man das nicht sagen, aber was total klar ist, London und Hamburg, gemeinsames Schicksal, das ist mehrfach. Ich runde das noch mehr ab. 1907, einfach mal, um so ein bisschen so das Gespür zu schärfen, welches Ausmaß an Ignoranz die Holländer sich seit Jahrzehnten gönnen. Also 1907 hat es in Norwegen Seher gegeben, Anton Johansson. Der hat den Ersten Weltkrieg vorausgesehen, hat sich wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat er sich in Kopenhagen und irgendwie Stockholm die Hacken abgerannt, also Norweger, ne? Eismeerfischer, armer Mann, hat sich die Hacken abgerannt, um die Regierung vor dem Ersten Weltkrieg zu warnen. Die ganzen Botschafter, also zu den Botschaftern, wo soll er sonst hin, ne? Haben gesagt, also sinngemäß, hau ab du Arsch, sieh zu, dass du Land gewinnst, sonst rufen wir die Polizei. Er hat es aber geschafft, so seine zentralen Voraussagen über den Ersten Weltkrieg in Svenska Dagbladet, also soweit ich weiß, größte Tageszeitung Schwedens, gibt es noch heute, haben sie die Voraussagen des Johansson, die Rahmenparameter, wer gegen wen, wer gewinnt, wer verliert Land. Das haben sie abgedruckt, das hat gestimmt. So, aber Johansson hat auch Szenen aus dem Dritten Weltkrieg gesehen. Und er hat gesehen, wie er hat gesehen, wie zwischen Schottland, wie gesagt, Illmayer sagt
Russen schicken Flugzeug in der Nähe von Schottland, Bombe rein, wusch, Welle. So. Johansson hat gesehen, und das haben sie in, abgedruckt dann irgendwie ein paar Jahre nach dem Ersten, wieder der Klassiker. Ne? Als der Erste Weltkrieg dann so war, wie vorhergesagt, dann haben sie plötzlich Johanssons Vorhersagen abgedruckt und das war dann mega Bestseller in Skandinavien. So. Also, Johansson hat gesehen, das ist auch abgedruckt, wie 1922 oder sowas, ne? So. Hat gesehen, zwischen Schottland, Island und Norwegen bricht plötzlich ein Vulkan aus. Es gibt eine gigantische Flutwelle und dann erzählt er, dann zählt er die Städte auf, die davon betroffen sind. Norwegen, Dänemark, Deutschland, Belgien, Holland erwähnt er nicht. Das geht dann sogar noch rüber nach Frankreich in den Kanal rein und London und dann die Ostküste hoch. So, wenn man jetzt die von Johansson betroffenen Städte in der Karte einträgt und das vergleicht mit Irmeier, deckt sich. Die Abwurfzone deckt sich mit Irmeier. Die Schwerpunkte der Zerstörung, London und Hamburg, deckt sich mit Irmeier. Das einzige Problem ist, das ist ganz interessant, Johansson hat also hin und wieder in seinen Visionen, er sieht Sachen und manches bekommt er erzählt. Die zerstörten Orte, die hat er gesehen, aber den Vulkan, den hat er nicht gesehen, da wird ihm was erzählt. Und meine, wenn man das dann liest, was ihm da gesagt wird, dann bekommt man das Gefühl, aha, da hat er irgendwie aus einer geistigen Sphäre, hat ihm irgendjemand was erzählt und Johansson hat sich gedacht, ja klar, das ist ein Vulkan. Na? Weil erst Vulkanausbruch, dann Atombombe, ergibt keinen Sinn. Und die andere Erklärung war, oder die andere, ist vollkommen klar, 1907 hat er die Vision Kernspaltung 1930 entdeckt, ich hoffe, das stimmt jetzt, 1930, doch ungefähr in dem, ja, wie würdest du denn so einen kleinen Fischer, also nicht irgendwie so Kapitän auf einem Trawler, nee, so kleines Bildchen, so ein Fischer, ne? Ja, wie würdest du denn den erklären, da irgendwie Kernspaltung und Bombe und so? Nein, zack, das deckt sich auch, ne? Das deckt sich auch. Und solche Sachen, also ich denke mal, die Leute spüren das auch. Das Zeug hat so ein Potenzial, also alleine die Irmeier-Sache, ne, es hat so ein Potenzial. Das einzige Problem ist die Angst. Das einzige Problem ist die Angst. Ansonsten ist es absolut, absolut faszinierend. Ne? Fällt mir was Positives ein? Ja, ich sag mal, das hatten wir schon an einem anderen Stelle erwähnt, also er hat öfters vorausgesagt, dass das Klima wärmer wird in Deutschland, also ne, ganz Mitteleuropa, solche Sachen. Ne? Ich mache jetzt gleich einen Break. Sendezeit ist schon wieder wie immer mit dir 4-5 Minuten überschritten, ist normal. Aber herzlichen Dank mal für die Darstellung, wer Alois Irlmeier war und was er gesagt hat. Und ja, und auch zu dieser aktuellen Zeit, man hat immer das Gefühl, dass was du da erzählst, hat gerade mit aktuell, mit jetzt zu tun. Wo man sieht, dass diese seherischen Fähigkeiten eines Alois Irlmeier vielleicht durchaus etwas mit dem Heute zu tun hat. Und ja, das war ein bisschen der Spiegel, wo wir einfach zum Aufrütteln, Aufwachen animieren wollten, auch mal hier hinzuschauen oder vielleicht auch mal das ganze Buch darüber zu lesen, was er sonst noch geschrieben hat und gesagt hat. Also geschrieben, hat er überhaupt geschrieben? Er hat nur geredet, oder? Geschrieben haben andere. Geredet würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, er hat erzählt. Erzählt. Okay. Nee, also ich habe, klar, ich hab gedacht, irgendwo, der muss da was aufgeschrieben haben. Mhm. Nee, er hat zusammengearbeitet mit einem Verleger, eine zwiespältige Gestalt, aber es ist jetzt vor, also da gibt, hat das so Überlegungen gegeben, ob das auch alles so stimmt, wie der, also Adelmeier hieß der Verleger, ob der das abgedruckt hat. Ich habe also eine Freundin von Irlmeier, also jetzt ne, platonisch oder Bekanntschafts, interviewt, inzwischen auch wahrscheinlich schon gestorben. Da hat Irlmeier, der soll Irlmeier gesagt haben, nee, was der Adelmeier gedruckt hat, ist okay. Und sie haben jetzt vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, haben sie so irgendwie so eine Rumpelkammer ausgeräumt, die zu Irlmeiers Werkstatt gehörte, die irgendwie da 70 Jahre oder 60 Jahre unberührt war. Und in dieser Rumpelkammer haben sie einen ganzen Stapel von, also der Adelmeier hat also 3 Ausgaben von Irlmeiers Prophezeiung gedruckt und verkauft, also auch nach Informationen, die ich vom Verlag bekommen habe, also deutlich über 100.000 Stück. Und zwar einmal 1950, einmal 1955 und einmal 1961. Das letzte war nach seinem Tod. Und von der 1955er Ausgabe hat man so
20 Heftestapel in Irlmeyers Rumpelkammer gefunden, was im Grunde auch ein Beleg dafür ist, dass das stimmt, was drinsteht, weil der Verleger druckt nicht irgendwelchen Mist und gibt dann Irlmeyer 20 Ausgaben von diesem Mist. Das schmeißt Irlmeyer weg oder er sagt, hau ab mit deinem Zeug und so. Ne? Also, und auch, es gibt halt auch diese Vergleiche, unterschiedliche Interviews. Also die Dokumentation beim Irlmeyer, die ist also sehr gut, das kann man wirklich sagen. Die ist sehr gut. Also die Zeit ist zu weit fortgeschritten, ich kann nicht mehr aufhören. Wir machen eine Doppelsendung, hauen wir noch 20 Minuten drauf. Was hat dich eigentlich so rückblickend in deinen ganzen 30 Jahren Forschungen am meisten fasziniert, wo du dich mit diesen Sehern und mit diesen Aussagen in deiner Datenbank so angeschaut hast? Was hat dich da total gepackt? Weil irgendwann kannst du den Zufall fast ausschließen, oder? Ja, also das läuft bei mir auf mehreren Ebenen. Also ich sag mal, die Phase, in der wir uns jetzt, also es hat verschiedene Aspekte. Also es ist ein interessantes Thema. Es hat was mit Übersinnlichkeit zu tun. Natürlich habe ich das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, zumal das in dieser Form kein anderer macht im deutschsprachigen Raum und ich auch nicht von jemandem weiß, der das auch versucht hat, weil dann würde man normalerweise irgendwie Kontakt aufnehmen auf eine Art. Ne? Also es ist eine ganze Reihe. Was hat mich am meisten, also was mich momentan, also bei mir hat sich das Gefühl verstärkt und immer mehr herauskristallisiert, dass das, was auf diesem Planeten passiert und was mit der Menschheit passiert, dass das nach einer höheren Choreografie abläuft. Und ich werde jetzt älter, werde alt, ne? Das heißt, ich habe so eine Perspektivverlagerung es passieren dann, ich gehe davon aus, dieser Krieg kommt, das ist total klar. Also meiner Meinung nach, ich sage das offen, das ist total klar, der kommt. Die anderen mögen das anders sehen. Für mich ist total klar, dass er kommt. Gut, danach käme diese Friedensepoche, so eine Art Wiederaufblühen Europas. Danach käme dann wieder eine Krisenphase. Ich weiß das nicht, was ich mache, ist ganz platt. Ich erzähle, was ich gelesen habe, ne? Und habe so ein Gefühl. Aber so, das käme dann wieder eine Krisenphase und dann danach käme das tausendjährige Friedensreich. Und bei mir persönlich reift langsam so eine Vision von der Menschheit, dass das noch Jahrtausende weitergeht. Also so, das kann jetzt Spinnerei sein, aber also laut Prophetie ist klar, also Nostradamus hat bis 3797, glaube ich, vorher gesagt, schreibt das auch gut, das kann wieder ein Code sein, anderes Thema, aber so mit tausendjährigem Friedensreich, also oder was ich persönlich mit am faszinierendsten finde, ist ja die Frage, wie geht denn das? Wie geht denn Hellsehen? Ne? Wir sind so rationalistisch irgendwo geprägt. Okay, wir haben hier Ursache-Wirkung. Wir haben irgendwie eine lange Kette von Ursache-Wirkung, eine riesen Datenbank. Irgendwie berechnet sich das so. Und der eigentliche Kick ist halt bei der Hellseherei im positiven Sinne, dass irgendwas vorausgesagt wird, wo dich keine Ursache-Wirkungskette hinführt. Ne? Ich habe selber mal zusammen mit Unfällen, kann man sagen schweren Unfällen, habe ich das selber mal gehabt. Ich habe irgendwie, ich war mit einer Frau zusammen, dann habe ich irgendwie, ich habe einen Traum gehabt, Autounfall, und es war wirklich so. So bin ich aufgewacht, kerzengerade im Bett. Und das war der intensivste Traum, den ich je gehabt habe. Also so in dieser Form. Boah. So, ich habe geträumt, Autounfall. Und auch noch die Rahmensituation. Ich habe aber nicht, also mir war klar, da ist Energie drin, aber ich habe
ja, ich habe gedacht, oh, toller Traum, erzähle ich mal weiter und so. Mir war nicht klar, dass der eine hellseherische Qualität hatte, ne? Und ich habe dann so ein halbes Jahr später habe ich einen schweren Unfall gehabt, der rein formal ein bisschen anders war, aber Elemente aus diesem Traum haben Dinge in meinem sozialen Umfeld abgebildet. Also dieser Unfall hatte eine bestimmte Funktion im Rahmen der Beziehung zu dieser Frau. Also es war irgendwo, das ein halbes Jahr vorher habe ich das auch noch nicht geschnallt, ne? Aber ich befand mich im Loslösungsprozess von dieser Frau und der Unfall war im Grunde so eine Art Hexenangriff, um mich an die Beziehung zu ketten, ne? Und die Funktion, also ich habe nicht nur den Unfall geträumt, sondern ich habe auch die Funktion dieses Traumes, die Funktion dieses Unfalls ist mir im Traum gezeigt worden. Ne? Und da habe ich gedacht, null Chance, das ist doch vollkommener Quatsch. Da, wie gesagt, okay, wenn ich jede Woche mal sowas träume, kann ich sagen, okay, Zufall, das war der intensivste Traum, den ich jemals hatte. So, also, wie kann das sein? Wie kann man die Zukunft sehen ohne Kausalkette? So, wie geht das? Also erstmal ist es sehr interessant, dass diese Frage sich eigentlich viele Leute fragen, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, warum ist die noch nicht beantwortet? Wie kann das sein? Weil Hellseherei gibt es seit Ewigkeit. So, die Erklärung, und vor allem die Erklärung ist ganz einfach. Die Erklärung ist ganz einfach die, dass wir haben eine Seele, ja, die ist nicht gebunden im Hier und Jetzt, sondern in einer höheren, also normalerweise, gerade so als Sannyasi in Osho und so, und da ist er hier und jetzt, das ist das Ding. So, nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe so Material bekommen von der Tempelhofgesellschaft über eine babylonische Seherin, irgendwie Nebukadnezar der Zweite, Sahaja, wie auch immer, irgendwelche übersetzten Keilschriften, egal. Die beschreibt das sehr schön, das Hier und Jetzt ist das Tor zur Ewigkeit. So, das heißt also, wir haben eine Seele, normal sind wir im Hier und Jetzt, aber der eigentliche Anker, die eigentliche Basis ist in der Ewigkeit, also in einer Zeitdimension, in der höchsten Wirklichkeitsform, wo schon das Hier und Jetzt schon eine reduzierte Form von Wirklichkeit ist und wo dann aber auch Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren. Das heißt also, der Schlüssel zur Hellseherei ist die ewige Seele jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist schon mal intellektuell ziemlich schwierig, ne? Und vom psychologischen, also wenn du auf so einer Ebene bist, wo es kein Werden gibt, kein Werden, kein Erfolg, keine Schuld, kein Verdienst. Ne? Das heißt also, auch, ich sag mal, die ganze Kirche kann da den ganzen Laden in die Tonne kloppen, wenn sie den Leuten sagt, hör zu, ihr seid da, ihr müsst das nur kapieren. Ne? Dieses Ganze werden Erfolg und du musst doch und hast du noch nicht und. Das heißt, es gibt unglaublich viele Menschen und Seelen, die ein massives Interesse daran haben, dass man sich nicht für diese Seelenebene öffnet, ne? Und ich sag mal so, das kann man sich ganz platt vorstellen. Man ist dann irgendwo so auf dieser ewigen Ebene und dann guckt man so runter und dann sieht man da, aha, Vergangenheit, ne? Das heißt also, das Problem, was wir mit der Hellseherei, mit der echten Hellseherei haben, wurzelt in einem falschen Konzept von Seele und wir halten an diesem falschen Konzept von Seele fest. Also ich weiß jetzt nicht, wie das klingt. Also ich meine, alles checken tue ich auch nicht, ne? Aber so erkläre ich mir das. Ne? So, und der Schlüssel ist irgendwo, wir haben ein falsches Konzept von Seele und dieses falsche Konzept von Seele benutzt eine bestimmte Kategorie von Seelen, um uns Energie zu rauben. Ne? Also so erkläre ich mir das. Ne? Und ich habe halt diesen Traum gehabt und da gibt es kein ja, bla, 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 bla. Nein, das ist irgendwo, das ist von jenseits der Kausalität
Gut, vielleicht trifft auch diese Erklärung nicht zu, aber dann erklär mir mal, wieso du mir das erklärst. Es geht nicht anders. Man braucht irgendwie eine Brückensphäre. Man braucht eine Sphäre, also da ist ein Riss in der Kausalität. Du kommst nicht mit Ursache-Wirkung. Da ist irgendwo ein Loch. Du kommst da nicht. Du brauchst irgendwie eine Brücke, ne? Und die Brücke ist halt die Seele. Na, gut. Auf der anderen Seite, okay, so sehe ich das. Wir sind Seelen, wir müssen uns entwickeln. Und dieses ganze Gequatsche von ewiger Seele ist auch irgendwo Blödsinn, weil, ich meine, guck mich an, irgendwie so, ich habe irgendwie noch Entwicklungsbedarf und Potenzial irgendwie, ne? Aber das ist irgendwie so, und ich sag mal so, ich meine, was ist denn inspirierender als die Idee von einer ewigen Seele? Was ist denn inspirierender? Was kann, vor allem dazu kommt ja auch noch, das ist mir vor einem Jahr oder sowas aufgefallen, so als Christ ist man so geprägt, dass man sagt, ja, irgendwie hat sich Gott geschaffen und jetzt lebst du ewig, so entweder in der Hölle oder im Himmel. Irgendwie, ich persönlich glaube das nicht. Also ich persönlich glaube, also gut, vielleicht sehe ich das in 2 Jahren anders. Ich hatte kürzlich eine Dame da aus dem Buddhismus. Jetzt mal mich erstmal ganz kurz. Mein Gefühl ist, mich gibt's schon immer. Ich bin ewig. Also, ne, das ist ja im Grunde Ewigkeit. Kein Anfang, kein Ende. Ne? Gut, also ich sag mir, okay, die Form, die ich habe, die kommt von Gott. Der Körper, die Zeit, in der ich lebe, mein Mind, alles Mögliche, das soziale Umfeld, das hat Gott kreiert. Aber man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht ist schon in der Idee, dass Gott dich geschaffen hat, schon der Kern dafür gelegt, dich zu sabotieren. Weil, ja, ich sag mal so, wenn er dich geschaffen hat, dann trag mal bitte die Verantwortung, was du machst. Das ist doch, also Gott hat die Wahl, gibt's ihn nicht. Und dann kreiert er irgendwie eine Seele und dann ist derjenige schuld. Was? Es gibt keine Verantwortung, habe ich nur, wenn es mich schon immer gibt. Also von der Grundsubstanz irgendwie. Ja, das glaube ich auch. Die Dame hat zum Beispiel erklärt, der Sinn des Lebens aus dem Buddhismus heraus ist, gutes Karma mitzunehmen. So, gutes Karma mitzunehmen. Das klingt so ein bisschen nach Kaufmann. Ja, vielleicht aber letztendlich auch nur das Einzige, was du wirklich mitnehmen kannst, ist deine seelische Reife. Und letztendlich, wenn du auch kausal Ursache, Wirkung glaubst und dass sich das manifestiert in deiner Seele und du das mitnimmst als Reifungsprozess, dann deckt sich das schon mit deiner These, die du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ich sympathiere. Ja, klar, drin, das ist genau das, was das Christentum abgeschnitten hat, aber viele andere Sichtweisen das eigentlich ganz anders sehen. Ja. Und deshalb kann ich mir das auch vorstellen über den reinen Seelenaspekt. Manchmal frage ich mich auch, ist man zu Hause im Schlaf oder ist man zu Hause, wenn man wach ist? Ich meine, da kommen wir ins tiefe Philosophische rein. Was ist wahr, was ist real, was ist nicht real? Sind wir jetzt gebunden und sonst frei oder umgekehrt? Das ist der. Ja, ich glaube, dafür gibt's das Gewissen. Wir wissen schon, was war es und was nicht war es. Da wird's gefährlich. Wir wissen das schon. Also so sehe ich das. Das wissen wir schon. Vielleicht haben wir das Wissen vergessen, aber so. Und nochmal zu den Buddhisten. Ich habe deshalb so gutes Karma einsammeln. Das klingt für mich nach Einkaufstüte. Ja, aber würden wir alle so ein bisschen so leben und wirklich die wahren Werte des Lebens mehr in die Waagschale legen? Weil es halt vielleicht auch eine Rechnung gibt irgendwann, ja. Dann würde eigentlich das, was jetzt da Irlmeier prophezeit hat, auch in die, von vielleicht der jetzigen Zeit hinein, vielleicht ganz anders aussehen, würde mehr an Menschen so denken. Ja, es ist ein Riesenthema. Ich sag mal so, ich sag mal auch jetzt diese Sache da mit der Einkaufstüte, ne? Ich denke mal, auch auf der Ebene gibt es noch individuelle Unterschiede. Ne? Der eine will halt gutes Karma ansammeln. Gut, so sehe ich das auch. Wobei, ne? Ich habe mir jetzt gerade die Einkaufstüte nochmals überlegt. Ich glaube, das ist nicht richtig, weil das kann man nicht kaufen. Ja, schon klar, aber man läuft dann mit so einem Ding rum. Das ist ein gutes Bild, aber man kann das nicht kaufen, die seelische Reife, weil das ist die absolute Ehrlichkeit, Wahrheit. Das ist es kommt aus innen heraus, oder? Ja, das ist schon was anderes. Ja, ja. Also ich bin momentan, also gut, ist okay, müssen das jetzt hier nicht total auswalzen. Aber auf jeden Fall, das ist ein interessanter. Ach nee, genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Also ich sag mal so, normalerweise packt man die Hellseherei
rein in so ein Gesamtpaket von übersinnlichen Fähigkeiten. Irgendwie Aura sehen, Gedanken lesen, irgendwie Wünscheroute, irgendwie Tische, Rücken, was weiß ich. Ne? Aber die gut, okay, Bilokation ist dann nochmal special. Na, es gibt, oh gut, okay, es gibt nur ein paar Sachen, die, aber so im Vergleich zu den normalen Sachen ist Hellseherei, also wenn sie echt ist, ist schon echt spooky, ne? Weil das ist eine ganz andere Qualität als Aura sehen, Telepathie, irgendwelche Energiearbeit, ne? Das muss einem klar sein. Das ist eine ganz andere Sphäre. Und ich empfinde das auch so. Es gibt eine breit und tief gestaffelte Abwehr gegen Hellseherei und Prophetie, also im idealen Sinne. Und mein Gefühl ist, das, was da dahinter steht, ist halt eine kategorisch antigeistige Kraft. Das heißt also, jetzt überspitzt formuliert, und das klingt jetzt auch irgendwie egozentrisch, das ist mir egal, ne? Der Angriff, und das ist das, was passiert. Also meiner Wahrnehmung, der Angriff auf die Hellseher ist in Wahrheit ein Angriff auf unsere Seelen. Also so ist meine Perspektive. Und das wird ewig so sein. Die Menschen werden sich ewig fragen, was passiert in der Zukunft? Ja. Überall, ja, weltweit. Das wird nie aufhören. Nie. Gut, die Superreichen können sich einen super guten Hellseher nehmen, aber die wirklich, wirklich, wirklich guten Hellseher, die wissen, ah, übermorgen kommt ein komischer Typ, dann bin ich nicht da. Das hat auch so was, also für mein Gefühl, etwas absolut wohltuend Gleichmacherisches. Ja, das ist so, da ist eine Schranke für alle. Danke dir ganz herzlich. Das ist das Bild von Alois, ist das ein Originalbild? Das ist ein Foto, ja. Also sieht ja schon auch ein bisschen spooky aus, oder? Ja, nehmen Sie mal kurz die Hand weg, weil das, so, kurze Erklärung dazu. Also, Illmayer hatte keine Lust, sich fotografieren zu lassen. Das ist dann so ein Ergebnis davon, wenn er man findet, also das ist noch das beste Foto, was man kriegt. Gut, es kann sein, dass irgendwelche Leute im privaten Rahmen irgendwelche Fotos haben. Und dann kommt natürlich noch dazu, als wir das Buch gemacht hatten, hatten wir natürlich keine Lust, da zigtausend Euro für ein Coverfoto auszugeben. Und also es gab noch ein, zwei andere Fotos, die wir auch hätten nehmen können. Aber das ist schon das Beste. Und es ist halt schwarz-weiß. Die waren alle schwarz-weiß. Alles klar. Und heutzutage auf dem Buchcover schwarz-weiß ist... Ja, du, es ist okay. Ich wollte noch abschließend fragen, wie viele Bücher hast du geschrieben? Weil im Moment liegen ja hier nur 5, aber ich weiß, du hast viel mehr gemacht. Also ich habe bis jetzt, gute Frage. Also ich habe bis jetzt 13 Bücher geschrieben. 13? Langsam. Für 12 habe ich einen Verlag gefunden. Jetzt rate, warum ich das 13. Buch nicht an Mann bekommen habe. Das 13. Buch ist über Nationalsozialismus und Okkultismus. Also bei meiner ganzen Recherche zum Thema Hellseherei, Astrologie kommt dann auch, bin ich notgedrungen in diesen Bereich reingedriftet, habe Sachen rausgebuddelt und du findest keinen Verlag dazu. Du findest keinen Verlag. Ja. Gut. Refugium hast du noch, Weltkrieg 3.0. Das ist jetzt gerade ein Buch, was sehr erhältlich ist im Moment, oder? Also, gut. Also, das weiß ich nicht. Also, heute ist ja 22. September. Ne? Gestern hat Putin gesagt, Teilmobilisierung. Für Leute, die es nicht wissen, der Erste Weltkrieg hat mit Mobilisierung angefangen. Natürlich mit Generalmobilisierung, nicht mit Teilmobilisierung. Ne? Aber ich sag mal so, gerade als Deutscher ist man ja so in Sachen Geschichte ein bisschen nervlich angegriffen. Ne? Das machen viele Autoren. Ich check fast jeden Tag Amazon, was verkauft sich, wie sind die Umsätze. So, Countdown Weltkrieg 3.0, die ganzen letzten Wochen war immer da. Putin haut die Sache raus mit Teilmobilisierung. Zack, das Buch ist nicht mehr auf Amazon zu finden. Ne?
Also ich, wenn du reingibst, Stefan Bernd Countdown, ja, verstehe. Ist nicht mehr da. Ja. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier mit auf eine Reise genommen hast, zu sehen in eine ganz andere Welt, in andere Perspektiven, die ich jetzt auch nichts irgendwie ausschließen will, weil ich irgendwie auch daran glaube, dass es viel mehr gibt, als wir rein materiell denkend uns vorstellen können. Es ist alles viel komplexer, vielleicht auch viel größer und viel schöner, als wir alle glauben. Und dass der Weg dorthin vielleicht auch durch Leid zu erfahren ist oder es noch schlimmer werden muss, bevor es gut wird, ist irgendwo auch in vielen Schriften schon notiert und geschrieben worden. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir die Kurve ganz gut hinkriegen noch werden und dann in dieses tausendjährige, gesunde, friedvolle Reich. Ja, das wäre, also das nächste wäre jetzt, also wenn das sich so entwickelt, wie das vorausgesagt wird, wäre halt, ich sag mal, so eine europäische Friedensepoche von, sagen wir mal, drei Generationen. Ja. Drei Generationen. Genau, das weiß ich. Und dann erst kommt nochmal eine Krise und dann geht's los. Ja. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber heute war es einfach mal ein bisschen spooky, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber das Rätsel um diesen Alois Irmai ist tatsächlich ja nicht nur ein Rätsel, sondern überraschenderweise hat auf unfassbar vieles ist eingetroffen, was er gesagt hat, so dass sogar ein Richter sagt, also das kann man jetzt nicht einfach als Charlatanerie abtun. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zusehen und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.